Was geht? Herzlich willkommen zum kleinen Hardcore Domination Gameplay. Das heißt, das Spiel natürlich, da war es ja AK-47 und ja, ne? Also wie ist Emblem nicht drauf, sehe ich gerade, keine Ahnung. Was soll's? Ja, es wird ein bisschen kürzeres Gameplay tatsächlich. Ich glaube, das geht nur so 5 Minuten oder so. Ich auch eigentlich mitten in der Runde reingekommen bin, wie ihr hier am tollen Scoreboard erkennen könnt. Und ja, ich habe auch ein Thema tatsächlich mitgebracht. Dieses Commentary. Es geht ein bisschen über. Ja, doch, über Dota. Ihr wisst ja, ich spiele Dota ja zurzeit ziemlich gerne oder ziemlich oft, da ja auch das Compendium raus ist, da ich halt die freie Zeit, die ich zurzeit zur Verfügung gestellt bekommen habe, auch für Dota verwenden wollte und noch ein paar andere Sachen. Und ich habe euch auch schon gesagt, dass das Compendium, so wie es existiert, auch eigentlich. Mir ist dabei nur mal ein bisschen was aufgefallen. Ihr könnt ja mit dem Compendium nochmal eure MMR verbessern oder eine neue MMR eben bekommen. Also wenn ihr dann insgesamt 40 Spiele in diesem International Ranked gespielt habt, könnt ihr euch entscheiden für die MMR, die ihr bekommen habt, gegen eure derzeitige normale Solo-Queue MMR oder Party-MMR eintauschen wollt. Was ja so gesehen eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn meine, wenn ihr es eine schlechte MMR habt, aber ihr denkt, es halt besser, dann könnt ihr halt es proofen oder auch nicht. Das Problem ist, dass dieses Matchmaking ziemlich mies ist. Ich habe 2 Spiele gespielt und beide logischerweise verloren, leider Gottes, und habe auf beiden Spielen Supporter gepickt. Ja, wenn du Supporter pickst, bekommst du grundsätzlich auch einen schlechteren MMR als du Carry pickst, ist mir bewusst. Aber mit Supportern, da bist du eigentlich fast immer auf dem sicheren Weg. Das Problem ist, wenn du Supporter pickst, dann verkacken deine Carries. Wenn du Carry pickst, dann verkacken deine Supporter. Also es ist ein Teufelskreis, der egal welche Rolle ihr einnimmt, trotzdem existent ist. Und bei der ersten Runde war ich Lion, ja, Supporter. Wir hatten Invoker. Gut, Invoker Ranked picken ist immer die eine Sache. Und einer hat halt schon gefragt, ja, Walker, kannst du den? Das wäre richtig cool, würden wir das gewinnen, weil danach werde ich eingerankt. Ich habe also gesagt, ja, ich werde mein Bestes geben, aber ich werde nicht 24/7 Wards kaufen können, auch weil ich halt ein, zwei Items brauchen würde. Also ja, kein Ding. Habe ihn versucht zu supporten. War es gut. Und irgendwann haben wir realisiert, dass den Walker gerade mal 4 Stunden auf seinem Steam hat. Also 4 Stunden Dota gespielt. Aber ein Compendium schon hat. Und da ist es immer so die Frage, ob das dann wirklich sinnvoll ist, zu sagen, dass alle, die ein Compendium gekauft haben, dieses Feature bekommen. Dass wir nochmal neu eingerankt werden können. Denn es gibt halt wirklich viele Leute, gerade bei Leuten mit wenig Spielstunden, wo es absolut wenig Sinn macht, wenn die schon allein im Ranked nicht mal 1k erreicht haben, wie soll es beim International Ranked? Dann würde ich vorschlagen, oder es wäre wenigstens meine Idee, vielleicht können es auch Leute einfach bejahen, die selbst Dota spielen, dass man dieses International Ranked erst ab einer bestimmten Spielanzahl haben kann oder erst ab einer bestimmten Stundenanzahl von Spielen. Wäre natürlich mal cool, ein bisschen Dota-Talk ist hier gehabt. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wenn das so geregelt werden würde. Ja, ein kleines 17:5 Domination. Bis nächste Woche hoffentlich.